Hallo und ein herzliches Willkommen. Wir gönnen uns heute wieder eine Runde in Ni no Kuni 2 und wir sind weiterhin dabei, fleißig zu questen. Als nächstes habe ich mir Kiels Vater vorgenommen. Das ist die gute Frau in Afenna, ihr erinnert euch vielleicht. Mal schauen, was direkt hier genau. Die hier ist auch ein Talent. Wir brauchen Talente, wir müssen irgendwie noch aufleveln, wir brauchen Erfahrungspunkte. So, empfohlenes Level ist 44, das ist bisher das niedrigste noch, was ich habe. Ich habe aber auch viele Quests noch gar nicht angenommen. Aber ich fürchte, die werden alle ein höheres Level brauchen. Interessant, weil Kiel haben wir ja erst vor kurzem bekommen, die Quest. Aber wir werden uns jetzt darum kümmern. Also, wir suchen nach Kiels Vater. Na? Ach Gottchen, okay. Das heißt, wir müssen hier in der Umgebung suchen. Das wird ja lustig. Gucken wir mal, lassen wir uns einfach hier runter. Hier ist eh gerade eine Truhe. Ne, das, okay, da sind wir doch zu weit weg. Aber wir haben eine Truhe. Und ein großes, wurmartiges Dings. Bums. Level 44? Okay. Na gut. Die Levelangaben hier sind sowieso total Banane. So. Ist hier jemand? Guck mal, da ist eine Höhle. Da können wir hin. Höhle klingt gut. Kommen wir hier runter oder müssen wir... Oh Gott, muss ich jetzt erstmal extra hier... Muss ich jetzt extra hier lang? So, ich fürchte, da ist auch irgendein Monster, oder? Okay. Im Moment ist hier gar nichts. Seht ihr irgendwas blinken oder so? Hm. Ah, da, da. Oh, da hinten ist auch noch irgendwie Zeugs. Okay. Das müssen wir wahrscheinlich untersuchen. Tweetstoff. Hm? Hey, das hier sieht nach Werkzeugen aus, wie man sie auch in Afenna benutzt, oder? Hm. Du hast recht, aber wie kommen sie wohl hierher? Nee. Moment mal, hey, meinst du nicht, die könnten von Kiels Vater sein? Sie hat doch gesagt, dass er in Richtung der gewüsten Gefilde unterwegs war. Vielleicht ist er wirklich in einen Sturm geraten und hat sich hierhin gerettet. Oh. Gut möglich, allerdings sind sie ziemlich dreckig. Sie wurden wohl länger nicht mehr benutzt. Vielleicht ist Kiels Vater schon längst... Na, sie meinte doch, der wäre tot. Oh, okay. Wow! Wie jetzt? Ein Geist? Flucht? Du. Scheint nicht feindlich gesinnt zu sein. Even, da gibt's nur eins. Probier mal Medium. Hatte ich das schon erforscht? Echt? Medium? Ich erinnere mich, dass es da eine Quest, eine Möglichkeit gab, das zu erforschen, aber ich wusste jetzt nicht, dass ich es tatsächlich erforscht habe. Ein Glück! Du sprichst den Zauber Medium. Na gut, dass ich es erforscht habe. Hey Jungs, könnt ihr mich hören? Ach man, kann doch nicht angehen. Das Geisterdasein geht mir auf den Geist. Ha ha ha. wir können dich ziemlich gut hören. Was? Ihr hört mich? Ich bin Ole, ein Fischer aus Hafenna. Schön, euch zu treffen. Hi. Freut mich sehr. Wie bist du an diesen Ort gekommen? Das ist eine lange Geschichte. Wollt ihr sie hören? Dann sperrt mal die Öhrchen auf. Also, ich habe hier in der Gegend so ganz friedlich vor mich hingefischt. Aber als ich mich zurück auf den Weg nach Hafenna machen wollte, da kam ein Sturm auf, wie ich ihn noch nie zuvor erlebt hatte. Und er hat mich regelrecht verschlungen und dann hochgewirbelt, bis in den Himmel. Zum Glück hat er mich irgendwann mit halbwegs heilen Geräten wieder ausgespuckt, aber mein Schiff hat es völlig zerrissen. Und da habe ich mich fürs Erste hier in der Grotte eingerichtet. Ich dachte, hier wäre ich einigermaßen sicher, aber dann wurde ich von wilden Monstern angegriffen und die haben mich mit Haut und Schuppen verspeist.
Und jetzt ist meine Tochter ganz allein auf sich gestellt. Ach, wenn ich mich doch wenigstens bei ihr entschuldigen könnte. Aber ich kann von ihr nicht weg. Oh weh, oh weh. Jedenfalls ist sie dir nicht böse. Deine Tochter Kiel hat uns nämlich gebeten, nach dir zu suchen. Nee. Sie wartet noch immer in der Ferne auf deine Rückkehr. Oh nein. Und ich kann diesen Ort nicht verlassen. Es tut mir leid, Kiel. Gewährt mir eine Bitte, Leute. Könnt ihr von dem Monster, das mich tötete, eine Kette zurückholen? Ui. Wieso denn jetzt eine Kette? Die habe ich auf der Reise gefunden und wollte sie Kiel mitbringen. Solange die Halskette nicht geborgen ist, kann ich nicht ruhen. Ich verstehe, wir werden sie holen. Bitte, wenn ihr dieses Versprechen nicht einhaltet, erscheine ich euch im Traum und krächze euch olle Seemannslichter. Oh Gott. Ruhe, da verzichte ich lieber. Lass uns schnell das Monster besiegen und die Kette holen. Okay. Oh. Nee, das wollen wir doch nicht, dass ihr uns ihre Seemannslieder vorkrächzt. So, soll das Monster... hi! Hi there! Grobian Kongo. Komme ich hier hoch? Natürlich nicht. Das wäre auch zu einfach, wenn ich hier einfach hochlaufen könnte. Oh je, Mini. Das könnte vielleicht doch eng werden. Ein Monster mit einer seltsamen Aura schleicht umher. Das besessene Monster von Level 44 antreten. Versuchen wir es. Aber ich mag diese Kongo-Viecher nicht, ey. Genau deshalb. Au! Ach du, meine Güte! Ich habe kein Dreiblätterkraut, habe ich nicht nachgeholt? Natürlich nicht. Das wäre ja sinnvoll gewesen, dass ich das getan hätte. Au! Oh, nein, das läuft nicht gut. Boah, ist das bekloppt. Oh je, oh je. Oh, ist das bekloppt. Hilfe! Nee, keine Chance. Dabei habe ich ja eigentlich schon zwei über. Das überlebe ich am Leben nicht hier. Vor allem hat Susie ja eigentlich überhaupt keinen Mana mehr, also... Ich kann ja überhaupt nicht hier rein. Ich hasse diese Kongo-Viecher, wirklich. Das ist so furchtbar mit denen. Genau deswegen! Okay. Wir lassen's. Oh Gott. Also die Levelangaben in diesem Spiel. Katastroph. Kann man sich null drauf verlassen. Wobei, okay, bei diesem Monster ist schon okay. Gut, du bleibst auch, wo du bist. Dann brauche ich die anderen, wo irgendwie was mit Level 45 steht, gar nicht erst versuchen. Dann brauche ich die gar nicht erst versuchen. Dann würde ich sagen, weil wirklich, hier ist nur noch 45, 46, 44 ist noch das. Aber brauche ich gar nicht versuchen. Hier haben wir noch was. Level 56, Level 49, Level 56. Nein. Ich würde sagen, wir teleportieren jetzt mal nach Quastenfloss. Da waren doch eigentlich noch recht viele Quests. Und sammeln Quests ein. Und gucken, vielleicht können wir direkt mal eine mitmachen. Eieieiei. Eieiei, das war nicht schön. Nicht schön. So, wo ist denn noch was? Wo haben wir denn hier noch was? Ja.
Hä, wo bin ich denn überhaupt? Ach, da oben. Da oben. Eieiei. Zubakuloja. Noch irgendwas, was man schnell wegkriegt? Hier, das sieht doch gut aus. Das auch. Das auch. Vielleicht kriege ich da noch einen zusammen. Oh, da kriege ich doch noch einen mit. Ich will hier... So, was haben wir denn hier? 36, Mist. Entweder die oder die. Pharmazeutisches Wissen oder Atelier. Ich glaube, Handwerkskunst. Brauche ich das nicht sogar? Wo ist die denn in Goldorado? Dann holen wir die nachher in Goldorado ab. Mann. Dass wir wenigstens hier ein bisschen vorwärts kommen. Komme ich denn jetzt dahin? Muss ich hier irgendwo hoch, oder? Hä? Nee, ich laufe doch richtig. Guck mal, so. Ja! Ihr kommt doch von der anderen Seite des Meeres, stimmt's? Wie ist es denn da so? Ja, das stimmt. Wir kommen aus meinem neuen Königreich, das heißt Minapolis. Dort leben die unterschiedlichsten Leute aus der ganzen Welt miteinander. Es klingt, als gäbe es dort viel Verschiedenes aus der ganzen Welt zu sehen. Dort ist es sicherlich nicht so langweilig wie hier. Wenn du möchtest, kannst du gerne nach Minapolis ziehen. Du bist herzlich willkommen. Hi! Wirklich, das wäre so toll. Ich wollte schon immer raus aus Quastenfloss. Oh. Nein, es geht nicht. Ich würde sehr gern mitkommen, aber meine Mutter hätte sicher etwas dagegen. Hm? Dann musst du deine Mutter eben überzeugen. Nein, lieber nicht. Meine Mutter wäre sicher verletzt, wenn ich so etwas sage. Naja. Was für ein Muttersöhnchen. Even, nehmen wir das selbst in die Hand und reden mal mit Mutti. Wir nehmen das Kind einfach mit. So. Wo ist denn Mutti? Mutti ist hier irgendwo. Nee, wo ist denn Mutti? Mutti! Ah. No. Auf keinen Fall. Ich habe doch noch gar nichts gesagt. Vor mir bleibt eben nichts verborgen. Ich weiß, was du verlangst. Und ich werde Rochios nicht in dein Land gehen lassen. Das ist viel zu gefährlich. Das nicht mal eine Helikoptermama. Die hat ihren Sohn voll unter der Fuchtel. Was? Es ist ein Kind! Rochios würde sich so freuen, mal ein fremdes Land sehen zu können. Natürlich möchte ich, dass er auch mal andere Orte zu Gesicht bekommt, aber ich war seit Jahren nicht im Ausland und weiß nicht so recht. Nee. Minapolis ist mindestens genauso sicher wie Quastenfloss. Hm. Und du bist der König von Minapolis? Nun, wenn der König persönlich es sagt, aber ich benötige zuerst deine Hilfe bei etwas. Wenn schon, dann möchte ich meinen Sohn neue Kleidung für die Reise nähen. Kannst du mir helfen, ein paar Materialien zu besorgen? Klar, überlass das ruhig mir. Ja, das... Gut, das freut mich. Dann besorge mir bitte 3 Rollen vom Tuch der Engel. Wovon ich nichts habe. Mist. 3 Rollen Tuch der Engel. Ihr seid ja putzig. Und was geht hier so? Du? Du. Bei meiner Bate. Wenn das so weitergeht, kann ich meine Mission nicht erfüllen. Was ist passiert? Gibt es ein Problem? Oh, eure Hoheit, König Even, man ruft mich Dorsches, Wache von Quastenfloss. Seit Herr Laxis, der Magier, fort ist, scharen sich die Damen, die ihn belagert hatten, nun um mich. Das sind wirklich viele, du scheinst sehr beliebt zu sein, Dorsches. Sicherlich ein Privileg, aber ich kann meinen Hammer nicht schwingen, wenn so viele Frauen hier sind. Du kannst deinen Hammer nicht schwingen, wenn so viele Frauen... Ich denke wieder zu weit. Das ist zu gefährlich. So weit kann ich... Das ist zu... Nein, nein. Artig. Somit kann ich den Schutz des Volkes nicht gewährleisten. Vertrackte Situation, König Even. Wisst ihr einen Ausweg? In meinem Königreich könntest du in Ruhe deiner Aufgabe nachgehen. Wie wäre es, wenn du für mich arbeitest? Das ist eine exzellente Idee. Aber obwohl ich mir dieses von Herzen wünsche, bei näherer Betrachtung ist das leider unmöglich. Warum das denn? Die Frauen dieses Landes würden mir das sicher niemals verzeihen. Erst vor kurzem habe ich mit ihnen eine Abmachung getroffen.
Solange das andere Königreich nicht ein Verteidigungsministerium mit mindestens Rang A vorweisen kann, wird einer Versetzung dorthin nicht zugestimmt. Wird diese Abmachung gebrochen, gibt es einen Aufstand. Klingt eher nach einer Drohung als nach einer Abmachung. Solange das Land nicht zur Elite zählt, finde ich dort keine Ruhe. Ich muss vielleicht sogar um mein Leben bangen. Ein Verteidigungsministerium mit mindestens Rang A. Also gut, Dorsches, wir werden tun, was in unserer Macht steht, um dir zu helfen. Wirklich? Dann werde ich auf Nachricht von euch warten. Wie macht man denn sowas? Den Rang des Ministeriums für Verteidigung auf Rang A. Ich habe keine Ahnung. Okay, weiter im Text. Haben die Ränge, die einzelnen Gebäude? Ich weiß es nicht. Ernsthaft? Ich weiß es nicht. So, hier waren noch so zwei Kinder, ne? Genau. Hä? Huch, was machen denn Kinder der Luftpiraten in Quastenfloss? Seid ihr etwa alleine hier? Wir sind mit unserem Papa auf einem Boot hergekommen. Eigentlich waren wir schon wieder auf dem Weg zurück, doch mein Bruder und ich haben uns heimlich verdrückt, weil wir noch etwas hierbleiben und spielen wollten. Ja, das stimmt. Ihr seid einfach hier geblieben? Eure Eltern müssen ja verrückt vor Sorge sein. Kommt, ich bringe euch zurück ins Luftpiratenversteck. Ihr könnt doch nicht ganz alleine in einem fremden Land sein. Nein, das wollen wir nicht. Du bist doch selbst noch ein Kind und reist umher. Sei nicht so ein Spielverderber und mach lieber was Lustiges mit uns. Ja, spielen wir zusammen. Ich bin doch nicht zum Spielen hier. Ihr seid ganz schön ungezogene Kinder, wisst ihr das? Hast du was gesagt? Wenn wir auf dich hören sollen, musst du dir erst unseren Respekt verdienen. Das geht am besten, indem du mich in einem Wettrennen besiegst. Genau. Oh ja, ein Wettrennen. Einverstanden. Und wenn ich gewinne, kommt ihr brav mit zu mir zurück nach Hause. Ja, ja, ist okay. Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Ich bin jederzeit bereit. Ja, wir sind immer bereit. Dafür kriege ich ein Erdbeerbonbon. Ganz toll. Na dann... Und du hast noch... Nein? Hä? Wer hat denn hier noch? Ach, du. Du, darf ich dich was fragen? Ich mache mir ganz doll Sorgen um meinen Dexy. Deinen Dexy? Ja, Dexy, meine Eidechse, mein Haustier. Meine Mama sagt, dass es zu gefährlich ist, ihn im Haus zu halten. Deswegen habe ich ihn an einem geheimen Ort versteckt und mich dort um ihn gekümmert. Aber dann hat Mama das Versteck gefunden. Mhm. Oh, und was ist aus Dexy geworden? Mhm. Weiß ich nicht. Mama hat danach immer total streng aufgepasst und da konnte ich gar nicht mehr zum Versteck gehen. Der arme Dexy, er kann doch noch nicht für sich selbst sorgen. Ich bin sicher, er hat großen Hunger und friert und ist einsam ohne mich. Mhm. Das klingt nicht gut, weißt du was? Wenn du nicht hin kannst, werde ich für dich gehen und nach Dexy sehen. Hey! Ehrlich? Ja, bitte, bitte. Da, nimm das mit. Das Fressi für Dexy. Okay. Das ist Dexys Lieblingsfressi. Bitte gib es ihm. Er wird sich bestimmt darüber freuen. Danke, also erzähl mal, wo ist denn dieses Versteck? Es ist in der Riffgrotte auf Makronesien. Aber bitte gib auf dich Acht, wenn du dorthin gehst. Du wirst ihn an seinem Halsband mit einem silbernen Anhänger erkennen. Yes. Alles klar, ich werde mal nach Dexy sehen und berichte jetzt später, wie es ihm geht. Es ist wahrscheinlich ein riesen Vieh. Okay, ich warte auf dich. Level 46, das ist wahrscheinlich ein riesen Vieh. Komm, wir machen jetzt hier Wettrennen. Bist du bereit für das Rennen? Ja. Okay. Hehe, dann kannst du ja losgehen. Ich erkläre dir die Regeln. Es gibt keine festgelegte Rennstrecke. Es geht nur darum, wer zuerst am Ziel ist. Das Ziel ist... Hier. Auf die Plätze, fertig, los! Oh, der ist aber flott. Wo muss ich denn hin? Wenn ich nach unten gehe, reicht das? Also wenn ich einfach hier abhier? Ich glaube, ich bin zu langsam. Ich gehe noch die ganzen Treppen runter. Ah, ich kann hier nicht runterspringen. Ach so, ein Dreck. Ich komme hier nicht runter. Verdammt. Verdammt.
Mist. Das bringt ja jetzt nichts. Schon verloren. Aha, wusste ich's doch. Ich bin der geborene Läufer. Wenn du eine Revanche willst, sag Bescheid. Ich besiege dich auch noch 100 Mal. Genau, mein Bruder ist der Größte. Ist es jedes Mal das gleiche Ziel? Hm, wie komme ich denn hier kürzer hin? So nicht. Bis hier. Hier kann ich auch nicht lang. Sieht nicht so aus. Okay, wie komme ich denn da möglichst schnell hin? Ich meine, der ist definitiv schneller als der Even. Hm. Wie komme ich denn hier möglichst schnell hin? Keine Ahnung. Ich konnte auch nicht runterspringen oder so. Oh, wer bist du? Du kannst mit mir reden? Nee. Entschuldige, hast du dem Mädchen von der Mondfischstube einen Brief geschrieben? Ach, das ja. Hey, wer bist du denn? Ich bin gerade sehr beschäftigt. Verzieh dich, meine Herzdame könnte jederzeit hier auftauchen. Du. Aber deswegen bin ich ja hier. Ich wollte wissen, was dieser Brief zu bedeuten hat. Das ist doch ein Liebesbrief, oder nicht? Was, du? Du? Woher weißt du von dem Brief? Ah, schon klar. Du hast wohl auch einen Auge auf sie geworfen, hä? Glaubst du ernsthaft, so ein Häfling wie du hätte eine Chance bei ihr? Und selbst wenn, ich würde niemals aufgeben, solange du nicht bewiesen hast, dass du der bessere Mann bist. Weißt du was? Dehonema, Dämonen. Meinst du Dämonenhauch? Ja genau, Dämonenhauch. Erst wenn du ein denomifiziertes Monster besiegt hast, akzeptiere ich dich als einen ganzen Kerl. Das ist mir eigentlich ziemlich egal, ich wollte nur wegen des Briefes. Keine Ausreden, Ausreden sind einfach nur peinlich. Gib's zu, du hast die Hosen gestrichen voll. Du Milchgesicht! Jetzt reicht's mir aber langsam. Ohoho, was denn? Soll das heißen, du ziehst doch noch nicht das Katzenschwänzchen ein? Aber fang bloß nicht an zu heulen, hehe. Das Monster, das ich meine, ist die Vielfraß-Schrimpräne. Wenn du wirklich kein Weichei bist, kannst du das Ding mit links erledigen. Du wirst schon sehen, am Ende wird es dir noch leid tun, dass du so große Töne gespuckt hast. Okay. Even, wie war das nochmal mit dem Brief? Okay. Ich glaube, das ist auch irgendwie ein Riesenvieh, oder? Aber wie soll ich denn da hinkommen hier? Das ist ja... Wo ist der große Bruder jetzt eigentlich hin? Hä? Ich wollte ihn so eigentlich noch mal herausfordern. Doch, hier. Wo ist der denn hin? Da hinten. Ich hatte gehofft, dass ich da unten... Ach, muss ich da ganz außen rum? Das kann doch nicht sein. Da muss doch irgendwo eine Abkürzung sein. Der ist doch viel schneller als ich. Aber hier oben kann ich ja nicht runterspringen. Ich hatte ja eigentlich gedacht, ich könnte da runter... Oh, hier geht's noch irgendwo lang. Ah, da kann ich doch auch nicht runterspringen, oder? Oh, okay. Jetzt bin ich hier runtergeplumpst und jetzt? Aha! Aha! Okay. Das sieht gut aus. Oh, eine Malerin. Was machst du hier? Du bist nicht von hier, oder? Mein Name ist Schmerle, ich bin Malerin. Eine Malerin? Was malst du denn? Nicht gucken, es ist noch in Arbeit. Ach so, darf ich es denn sehen, wenn es fertig ist? Ich weiß noch nicht, wann und ob das passieren wird. Ach so. Also, ich wollte eigentlich etwas mit dir besprechen. Ich bin sehr schüchtern und kann nicht gut mit anderen. Ich brauche jemanden, der mir hilft. Nun komm doch mal zu Potter. Ich brauche eine ganz bestimmte Inspiration für meine Gemälde.
aber die gibt es hier nicht und ich traue mich nicht, auf Reisen zu gehen. Hunde. Was soll ich das für eine Inspiration sein? Ein Ei, das die Farbe wechselt, wenn man es kocht. Ich kenne den Namen nicht und weiß auch nicht, wo es das gibt. Yes. Verstehe, wir werden danach Ausschau halten. Danke. Ein Ei, das die Farbe wechselt. Okay. Hast du mir das Ei gebracht, das die Farbe wechselt, wenn man es kocht? Das Rätselei? Keiner weiß, welches Tier das Ei legt. Tarnei. Passt unheimlich gut der Umgebung an. Cooles Ei. Das Osterei hätte ich gedacht. Hier. Ja, sehr gut. Du, da gibt's das Osterei. Nee. Ein Ei, das beim Kochen die Farbe ändert. Das ist doch dieses Osterei hier, oder? Arigato. Oh, das ist es, Sihi. Auch ohne es zu kochen kannst, hat es eine prächtige Farbe. Ich würde dich gerne um noch einen Gefallen bitten. Kennst du vielleicht einen Pilz, der eine erfrischende Farbe hat, wenn man ihn aufschneidet? Hm? Ey, Even, das Mädel wird langsam ein bisschen frech, oder? Lass gut sein, Remy. Wir werden danach suchen. Ein Pilz mit farbenfrohen Innenleben also. Okay. Geschmacklich bezauberndes Äußeres. Je klarer die Farbe, desto leckerer. Gewisse Bissfestigkeit, Schmieröl. Okay. So, wir können also da oben lang. Um da hinzukommen. Okay, okay, okay. Wo sitzt der jetzt? Beim Hotel da. Vor den Schlummergründen, genau. Dass wir wenigstens hier eine Quest mal gebacken kriegen noch. Da war ich ja fast richtig. Ich weiß gar nicht mehr den Weg, verdammt. Ich weiß den Weg nicht mehr. Ich und mein Gedächtnis. Also nochmal. Ja. Das kriegen wir jetzt hin. Hier müssen wir lang. Dass ich verloren habe. Even, du bist der Wahnsinn. Bist aber auch nicht ohne. Du trainierst sicher viel, habe ich recht? Er hatte nur Glück. Du bist der schnellste Bruder. Ach, sei doch ruhig. Ich habe verloren. Ich dachte, in Quastenfloss bin ich der King. Aber jetzt muss ich wohl doch nach Hause. Ja, ich bin ein Mann und stehe zu meinem Wort. Also, gehen wir. Hi. Ja, gut. Nee. Wartet auf mich. Ich bringe euch doch hin. Ist schon gut. Wir finden den Weg schon allein. Wir nehmen einfach ein Schiff. Ja, genau. Tschüss, Even. Ein Erdbeerbonbon. Immerhin. So. Tja, haben wir doch kein Talent mehr zusätzlich gefunden. Ach doch, ich wollte doch das in Goldorado noch abholen. Hahaha, ganz schnell. Bevor wir uns hier verabschieden. Ich hatte mir doch eins noch geholt. Ich will... Ah, dahin. So. Eine hatte ich doch in Goldorado. Die hatte ich doch freigeschaltet. Hier, die. Die holen wir noch ganz schnell. Die holen wir noch ganz schnell. Wenn das nicht Even ist, danke, dass du dich um Chihuahua kümmerst. Ich habe auch schon darüber nachgedacht, auszuwandern. Natürlich möchte ich dir dann auch meine Dienste anbieten. Mir kam zu Ohren, dass es bei dir eine Menge Leute gibt. Da sind sicher viele potenzielle Kunden dabei.
Wie du weißt, bin ich ja Schneiderin. Ich bin schon sehr gespannt auf die neuen Materialien und Kunden in deinem Königreich. Ich werde mich anstrengen und mir dort einen Namen machen. Ach stimmt, das war die Meisterin von der AM, oder? Nice! Sehr schön. Gibt es dort eigentlich auch Schneider aus anderen Ländern? Ich würde gerne mehr über die Techniken anderer Länder lernen. Ja. Wir sehen uns dort dann wieder. Ich mache mich mal auf den Weg. Sehr schön. So, ich denke, beim nächsten Mal machen wir wieder mit der Hauptquest weiter, auch wenn wir jetzt die 50 Talente nicht vollgekriegt haben. Aber sonst vergessen wir ja, was wir überhaupt machen wollten. Wir wollen zuerst mal ins Archiv. Beim letzten Mal. Ich werde vielleicht noch ein bisschen grinden zwischendurch. Mal schauen. Dass wir ein bisschen den Levelabstand verringern. Aber gut, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wie gesagt, wir machen dann wieder mit der Hauptquest weiter. Wir sehen uns dann. Ciao, ciao.